Es geht weiter in der Kunstausstellung. Natürlich Richter geschworene Henker, wie schon dem letztgenannt, synchronisieren, akzeptieren. Juhu! Uberto Alberti. Uberto Alberti, vertrauter Freund der Auditore-Familie. Den Geschichtsbüchern nach war er ein Heiliger. Er verfolgte Mörder, Vergewaltiger und andere Schwerkriminelle. Als einer der besten Anwälte Italiens gewann er jeden Prozess. Und das, obwohl er ein Autodidakt war. Ich bin in den Datenbankserver der Templer gekommen und habe nach einer Art rauchendem Colt gesucht. Und gefunden. Anscheinend wurde Ubertos Familie von der Medici-Bank ruiniert. Seitdem gelüstete es Uberto nach Rache. Und die Templer versprachen ihm Unterstützung. Ezios Vater war im Weg. Und Uberto war eifersüchtig auf seinen Einfluss auf die florentinische Regierung. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Es scheint, als hätte Uberto seine Wahl zur Signoria als Gelegenheit genutzt, um zuzuschlagen. Okay, jetzt wissen wir auch endlich, was da dahinter steckte bei der, ja, in Anführungszeichen Anklage. Das war ja keine richtige. Ja, darunter. Also jetzt kann ich mir doch die zwei Schätze holen und dann die in deren da. Gut. Oh, okay, gut. Ich habe, glaube ich, so langsam meine Anfangseinteilung über den Haufen geworfen, da dass ich da zwei Parts da mache, zwei Missionen und dann doch. Nein, das mache ich nicht mehr so arg. Also sagen wir so, im Moment sind auch die Missionen wesentlich länger. Noch eins brennt. Wo sind da bitte die Schätze? Hallo, Schätze? Ich denke, da irgendwo ist da eine Bank. Meistens, wenn es zwei Schätze auf einem Punkt sind, ist eine Bank. Wer hätte das gedacht? Ein Söldner? Hab Atem. Oh ja, nee, das kann ich noch gar nicht. Oh, der ist jetzt zufällig umgekippt. Ganz zufällig. Okay, das ging jetzt schneller als beim ersten Mal. Zufällig ist er umgekippt, Mann, die Sau. So ein Kack. Und noch der hier. Waren das eben 300? Alter! In San Marcos sind ja die Schätze viel größer. Ich werde reich. Der. Gut. Ja, ich muss immer wieder auf der Karte gucken, in welche Richtung ich mich bewege. Weil, wie ja schon gesagt, oh nein, das. Oh, die war. Oh. Moment, wenn ich jetzt schon bei dem Schatz hier bin, dann kann ich mir auch den holen, da der so transparent war. Ist der wahrscheinlich oben und ich denke, der ist da drüben. Oh, ja, ja, Sequenz 2, ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich Sequenz 2 hasse eigentlich. Und zwar ab Sequenz 2 sind Bogenschützen am Dach. Juhu. Wo ist denn der? Ah. Bogenschütze auf dem Dach machen, das Ganze schwerer. In Assassin's Creed 1 war wenigstens kein. Oh doch, da, okay, gut. Bei den Missionszielen waren dann Bogenschützen auf dem Dach und das, ja, das hat das Ganze ein bisschen schwerer gemacht. Der muss unten sein. Nur wo? Ah, das ist wahrscheinlich so in einem Garten drin. Wo so eine. Zwei unnütze Wachen davor stehen. Ich kenne den Mist. Nur einen Moment nicht hingeguckt. Einen Moment nicht hingeguckt, er hat die ganze Zeit auf mich gestarrt, hat gesehen, wie ich hochgegangen bin und. Oh Mann, Wachen, ihr seid so dumm manchmal. Aua, warum bin ich da abgeprallt? Und die waren puh, weg. Schade. Ich muss. Ja, wie komme ich da hoch? Scheiße! Wie komme ich hier wieder raus? Da. Und eigentlich ist alles das, was ich will, ist genau auf der anderen Seite da. Seid ihr auch so aufgeregt, unser erster Mord. Aber Ezio war da auch irgendwie cool. Der hat bei. Wie war er? Leonardo!
Bei Leonardo hat er die Wache einfach gnadenlos abgestochen und sagt nichts. Also wenn ich zuerst mal einen umbringe, dann bin ich doch da wohl ein bisschen aufgeregter. Ach so, Augensymbol. Wo ist denn hier ein Auge? Ah, ich denke auf der Kirche irgendwo. Aber erstmal Missionsziel anfangen. Wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Okay, da ist anscheinend irgendwas im Busch. Also, die spielen da halt nicht mit echten Karten. Oh, ein Tower! Wer hätte das gedacht? Ein Tower mal wieder. Mensch! Geht hier voll ab. Alter, Mann, wie soll ich denn da rüberkommen? Ja, ich gehe ja schon. Ich will von der anderen Seite drauf. Oh, ich darf. Oh, gut, verdammt. Oh! Da ist eins der Symbole. Was bedeutet es? Es ist doch nicht ohne Grund da. Kannst du dir das genauer ansehen? Mann. Was denkst du, was ich vorgehabt habe? Danke. Als manchmal. Oh, manchmal habe ich so einen Hals wegen dir. Oh, Mann, wie komme ich da aufs Dach? Und dass die mich jetzt. Ah, ja, ich sehe es, das da an der Wand. Jetzt sieht man es auf jeden Fall besser. Okay, gut, dann würde ich doch sagen, ich mache zuerst. Zuallererst mache ich doch die Mission ganz normal fertig. Und dann, ich brauche Huren. Ich brauche eindeutig Huren. Also ich mache zuerst die Mission fertig. Und dann hole ich mir alles. Ich muss jetzt doch ein bisschen ruhiger sein, dass ich mich da am Anfang vorbeischleiche. Die Rohlinge sind. Scheiße. Ich kenne den Mann. Verdammt. Wo ist der hin? Nutten! Danke. Kurtisan, Datenbankzugang. Ja, cool. Das ist das Schöne an Kurtisan. Die machen eigentlich immer so einen Defender um einen. Das kann doch nicht sein. Geh weg. Wo kommt der wohl her? Ja, komm, geht zu ihm. Guten Abend, Gonfaloniere. Den wünsche ich euch. Wo ist er da? Ich hoffe, dass ihr euch gut amüsiert. Allerdings, eine schöne Ablenkung von der üblen Sache mit der Familie Auditore. Man bedenkt, dass ich Giovanni einst als Bruder sah. Gebt euch keine Schuld. Du. Ich. Okay, das war ein sehr überhasteter und schlimmer Mord. Du hättest dasselbe getan. Um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Schön. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Schön. Von Giovanni Auditore 4. In diesem Dokument möchte ich festhalten, was ich in den letzten Wochen herausgefunden habe. Für den Fall, dass man mich zum Schweigen bringt, bevor ich es euch selbst mitteilen kann. Versteht, dass der Mord am Herzog von Mailand kein reines politisches Manöver war. Es war eher Teil einer Verschwörung, die weit über Florenz hier hinausgeht. Mit Mitgliedern aus Rom, Venedig und Forli.
Okay, Francesco. Na, Francesco. Assassino! Assassino, ja, danke. Endlich darf ich jetzt entdeckt werden und da war doch ein Schatz da. Und den darf ich nicht nehmen. Danke. Der geht eh schnell down. Und dann kommt... Oh, Ronin. Mit Ronin ist nicht zu spaßen, ganz ehrlich. Mit Ronin ist zu spaßen. Gut. Die sind zu langsam. Was? Seit wann gehen die so schnell down? Und weg. Gut, 158 während einem Attentat geholt. Ich will jetzt aber schnellstmöglich hier weg, will mir nach da oben die Glyphe holen und dann noch auf den Turm. Warnung, aus dem Gebiet fliehen. Ich muss auf die andere Seite. Wenn ich aber schon hier oben bin, dann kann ich mir auch da den Turm zuerst holen und dann springe ich nicht ganz cool runter. Da. Komm, hier hoch. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall mitbekommen, es war nicht rein wegen den Anklagen. Es wird irgendwie die Verschwörung, die jetzt ganz Italien bedroht, praktisch wird aufgedeckt und ja, Uberto Albertis Absichten haben wir ja in der Datenbank festgehalten. Okay, nicht. Was? Warum war es kurz schwarz? Mensch. Das überlebe ich. Todessprung. Tja. Warum werde mir jetzt erst der... Ah, da. Dann schieß mal. Ich will erst die Datenbank hier synchronisieren. Rebecca. Hey, das kann nicht sein. Das ist Computercode. Ich kompiliere. Oh, Mist. Verschlüsselt. Ich bin deinem Unglück zu erlösen. Lade es auf meinen Computer. Ich bin ein Meisterhacker. Geht mir nichts. Bitte. Ah, geht nicht. Es ist nur mit dem Uranium-Kompatibel. Dann lade sie zu Desmond hoch. Ich kann es nicht glauben. Gut. Untertitel auch einfach aus dem Grund, falls ich laber und Hallo, es wird was geredet. Ich bin... Nenn mich Subjekt 16. Hört's... Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss dir etwas zeigen. Wir wurden die ganze Zeit belogen. Alles, was wir wissen, alles, an das wir zu glauben erzogen wurden, alles falsch. Okay, ich habe die Beweise, die Datei, die alles hochgeladen, aber in 20 Teile zerlegt, alle mit einem Code geschützt. Ich muss aufpassen, Königin Isabel könnte... Nein, nicht sie... Welches Jahrhundert ist es? Egal. Ich habe den Code der ersten Datei in diesem Programm versteckt. Königin Isabella von Spanien? Finde sie alle. Und auf dem Weg zu die Wahrheit finden. Was zur... Wie ist das in unseren Animus gelangt? Oh... Oh, der Memory-Kern. Wir transferierten die Daten von 16 von Abstergo zum Animus 2.0. Da muss er sich reingehackt haben, als Widdig ihn zwischen den Sitzungen alleine ließ. Hm. Halt, eine Sekunde. Die Zeichen an den Wänden bei Abstergo, die blutgeschriebenen, das waren Hinweise. Er wollte, dass wir sie im Animus suchen. Am Anfang, Datei freigegeben. Fünf dieser mystischen Szenen ähneln sich im Kern. Bist du reif genug, um zu erkennen? Das hat was mit Äpfeln zu tun. Ja, das habe ich so ganz logisch kombiniert. Kerne, reif. Gucken wir mal, ob da irgendwie ein Apfel drauf ist. Nö, ja. Nö, keiner zu sehen. Ja. Sind Hodenäpfel? Ja. Ja, da ist einer. Ich sehe keinen. Da ist einer. Gut. Pa!
Passwort oder Passcode gefunden. Drück, um Passwort freizugeben. Wow. Richtig, cool. Die Wahrheit in 20 Teilen. Ich kann nicht alle Dinger. Aktuelles Ziel aus Santa Cruz entkommen. Ja, okay, gut. Das haben wir ja immer noch nicht gemacht. Die Glyphen, ich habe noch nie alle gehabt. Noch nie. Und eigentlich wäre dann so ein Let's Play schon eine gute Chance, da ich eh wieder dahin dann zurück muss. Da ist kein Schatz in der Nähe. Scheiße, ich habe mir schon alle Schätze auf dem Weg geholt. Naja, dann könnte ich auch immerhin mal da zu dem Schatz da entkommen. Da mich ja im Moment eh keine Sau sucht. Und meine Festplatte klappert. 400! Richter geschworene Henker synchronisiert. Ja, ich hätte einfach nur entkommen, da ich ja eh nicht gesucht war im Moment. Ah, Pavillon, ganz einfach. Gut. Okay, ich glaube, die Folge ist schon lang genug. In der nächsten Folge werden wir dann unsere Familie wiedersehen. Und da ich ja jetzt ein kaltblütiger Mörder bin, der so sexy ist, yeah. Ich liebe die Kleidung. So, weitere Pläne zum Let's Play jetzt. Sequenz 2 geht nicht mehr so lange. Und bevor Sequenz 2 dann beendet ist, werde ich mir auf jeden Fall noch die Kleider einfärben. Also das schon mal als kleine Vorwarnung. Wenn ihr irgendwelche Einsprüche habt, dass ich nicht mehr Assassinenweiß tragen soll und das war Fail, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich bin euer Questmaster Ike und diese Folge ist beendet. See ya!